Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten Gruß der Christenheit grüße ich Sie herzlich heute am Ostersonntag. Wir befinden uns hier unter dem Dach vom Kirchturm in Deutschiandorf. Hier ist es dunkel und nur der Schein dieser Kerze durchbricht die Dunkelheit. Für jeden von uns ist das Osterfest in diesem Jahr ziemlich anders als sonst. Für mich war sonst der Höhepunkt in der Karwoche immer der Gottesdienst am Karfreitag, am Ostersonntag. Da habe ich mich immer besonders drüber gefreut, wenn wir mit so vielen zusammen gesungen haben. Und am Ostersonntag haben wir uns immer gewünscht, frohe Ostern. Das entfällt dieses Jahr leider. Und mir persönlich tut es auch besonders leid, dass meine Schwester und meine Schwager mit ihrer Familie in diesem Jahr leider nicht kommen können. Mein Schwager, der hat sich überhaupt ganz zurückgezogen an die Nordseeküste, ganz alleine, weil er zur Risikogruppe gehört. Dazu brauchte er extra eine Sondergenehmigung. Wenn man momentan den Fernseher andreht, dann kommt man gar nicht drum rum, dass man irgendeine Diskussion oder Information oder Erörterung über den Coronavirus hört. Obwohl mich das alles interessiert, ist mir das manchmal viel zu viel. Und wie manch anderer bewege ich mich überhaupt immer wieder hin und her, einerseits zwischen dem Gedanken, dass das vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Und dann, nach einer Schreckensmeldung irgendwoher, der Gedanke, was da noch viel Schlimmeres vielleicht auf uns zukommen mag. Bei all diesen Gedanken freut es einen, finde ich, besonders, wenn eine nette, freundliche Zwischennotiz von ganz woanders herkommt. Das habe ich letztens erlebt von dem ältesten Gemeindeglied in Nickelsdorf von der Frau Salzer. Die hat nämlich gesagt, der Coronavirus, der würde ihr zu schaffen machen. Sie kann jetzt keinen Besuch mehr empfangen und das tut weh. Das ist besonders wichtig für sie. Sie hat jetzt schon über 100 Jahre gelebt, viele gute Tage von Gott geschenkt bekommen und ob sie nur noch 3 Jahre dazu bekommt, oder nur noch 3 Wochen, weil sie den Coronavirus bekommen hat. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich denke, das ist ein Gedanke und eine Einstellung, die gut zu unserer Auferstehungshoffnung, zum Osterfest passen. Und trotzdem gehöre ich zu denen, die das Ganze nicht ganz so gelassen sehen. Ich
würde nämlich noch gerne erleben, dass die Kinder heiraten, dass Enkelkinder kommen und groß werden. Und das Ganze würde ich auch gerne den wirklich älteren und gebrechlichen Gemeindegliedern bei uns ermöglichen. Und deshalb ist es, denke ich, obwohl wir diese Osterhoffnung in uns haben, die uns hinausblicken lässt über diese Welt, deshalb ist es trotzdem gut und wichtig, dass wir weiter lieber etwas zu vorsichtig als zu unvorsichtig in dieser Zeit sind. Zu Ostern, da brach in die Dunkelheit und in die Trauer des Todes mit einem Mal das helle und gleißende Licht von der Auferstehung Jesu Christi. Das ist so ähnlich wie die helle Sonne, die hier über diesem dunklen Turmdach scheint. Ist auferstanden. Diese Nachricht macht unseren Blick in die Zukunft weit und offen, so wie wenn man wie hier in ein weites Land hineinblickt. Nur ist die Auferstehung nicht so leicht vorstellbar. Ich finde, in unserer Bibel ist sie im 1. Korintherbrief recht schön beschrieben. Dort lesen wir im 15. Kapitel. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für ein Körper werden sie haben? Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat. Diese Pflanzenarten sind alle ganz verschieden. Unterscheiden sich nicht auch alle Lebewesen in ihrem Aussehen? Menschen sehen anders aus als Tiere, Vögel anders als Fische. Die Sterne am Himmel sind ganz anders beschaffen als die Geschöpfe auf der Erde. Doch jeder Stern und jedes Lebewesen ist auf seine Weise schön. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, anders als das Leuchten des Mondes oder das Glitzern der Sterne. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit voneinander. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper. Aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Diese Unvergänglichkeit des Lebens nach der Auferstehung, die wird, finde ich, ein Stück weit durch das Aufbrechen der Natur jetzt im Frühling in einem Abglanz vorab gebildet. Und so möchte ich Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest hier vom Kirchturm in Deutsch-Jahndorf wünschen, mit einem wunderschönen Blick rundum. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.